Hallo, hier ist die Petra von Stempel dich bunt. Ja, und die Weihnachtsrally, die ist ja schon vorbei. Was aber noch fehlt, das ist die Auslosung. Die Julia, die Sabine und ich, wir verlosen ja jeweils einen Artikel. Ich glaube, wir haben uns alle ein Stempelset ausgesucht. Bei mir zumindest ist es das Stempelset zur Weihnachtszeit. Das kommt aus dem Weihnachtsmedley. Ja, und das hat die tollen Geschenke, die man so stempeln kann. Ein klasse Weihnachtsbaum, an den kann man noch ein paar Zuckerstangen hängen oder Sternchen und einen zweiten Weihnachtsbaum, ein paar Sprüche und insgesamt ist das doch für Weihnachten, finde ich, ein ja sehr vielseitiges Set und das wird gleich verlost, beziehungsweise den Gewinner verlost habe ich es schon, den Gewinner, den gebe ich gleich bekannt. Vorher möchte ich aber noch einmal mit dir die Weihnachtsrallye kurz Revue passieren lassen und da habe ich nochmal alle meine Projekte rausgeholt und wollte da nochmal dir einmal den Überblick geben, was ich dir in dieser Weihnachtsrally alles gezeigt habe. Ja, angefangen hat es mit dem ersten Projekt natürlich, das war die Pop-Up-Gutscheinkarte. Wenn man die aufklappt, dann poppt da dieser Gutscheinhalter raus. Die habe ich in den zwei Farbvarianten gemacht. Dann ging es weiter. Das zweite Projekt, was ich dir gezeigt habe, das war die Screenkarte, so habe ich sie genannt. Hier fallen überall die Einleger raus, weil ich die ja hinterher immer erst festklebe. Und mit den niedlichen Eulen, die auf den Ästen sitzen, die eine hält ihr Geschenk fest. Und frohe Weihnachten von uns allen steht vorne drauf. Das war meine zweite Idee in dieser Weihnachtsreihe. Dann ging es weiter mit dem Leporello aus der Metalldose. Ja, da habe ich so eine Manschette drum gemacht. Und dann ist da die Metalldose und eben dieser Leporello-Einsatz sind da drin. Das war meine dritte Idee. Dann kommen wir zur Idee Nummer 4. Das war dieses Buch mit den Post-its und dem Schneemann vorne drauf. Das Papier finde ich ja immer noch so schön. Da habe ich mir jetzt auch einige Pakete schon zur Seite gelegt, muss ich sagen. Ja, und da war dieser kleine, oder ist dieser Blockeinsatz und auf der anderen Seite eben die Post-its. Das habe ich dir im vierten Video gezeigt. Dann kam im fünften Video die Karte mit den mehreren Ebenen. Karte mit drei Ebenen habe ich sie genannt. Die kann man ja flach zusammenlegen und verschicken und dann kann sie eben aufgestellt werden und man kann sie irgendwo hinstellen und dann hat man so ein kleines Adventsdörfchen. Das war meine fünfte Idee und dann ging es schon auf die Zielgerade. Die sechste Idee, das war dann, ich glaube, das größte Projekt in der Weihnachtsreihe. Da habe ich einen College-Block gebunden. Das ist ja mein heimlicher Favorit, sage ich mal, weil die mir im Moment so gut gefallen. Den finde ich auch wirklich sehr schön in diesen klassischen Rot- und Grünfarben. Und ich habe auch schon jemanden im Blick, dem ich den schenken möchte. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob ich mich davon trennen kann. So ist es doch immer, oder? Und dann kam noch die letzte Idee. Und zwar war das dieser Keksblock in der Pizzaschachtel. Ja, die Links zu den Sachen, wenn ich jetzt wie den Keksblock sowas verpackt habe, die findet ihr dann immer im Blogartikel. Der ist jeweils unter den Videos verlinkt. Also wer jetzt zum Beispiel eben noch so einen Blog sich besorgen möchte, der kann dann da nochmal gucken in dem Video. Ja, auf der Verpackung war so ein kleiner Keksteller mit dem angebissenen Keks noch vorne drauf. Das war das letzte Projekt und dann haben wir ja noch das Gemeinschaftsprojekt gemacht, das Album für Grußkarten oder Rezepte. Dafür habe ich das Cover gestaltet. Ich habe es auch leider noch gar nicht geschafft, das komplette Album zu basteln, aber hier nochmal das Cover, was ich dann dazu beigesteuert habe. Ja, und das waren dann auch am Ende alle Weihnachtsprojekte von uns. Und dann habe ich die Kommentare gezählt natürlich und das losgezogen und gewonnen. Jetzt kommt hier mein Zettel, ich habe es einmal ausgedruckt. Gewonnen hat die Edelgard Möller mit dem Kommentar zu dem Cover für das kleine Album. Ich habe noch nie ein Album gemacht, aber dieses werde ich mal versuchen. Danke fürs Zeigen. Ja.
Da wünsche ich dir ganz viel Spaß, Edelgard, und das Stempelset, das ja wandert dann zu dir. Also, ich hoffe nochmal, dass euch die Reihe gefallen hat, dass ihr viele Ideen mitnehmen konntet. Und ja, dann freuen wir uns schon. Ich hoffe, für Julia und Sabine gilt das auch. Ich gehe aber mal davon aus, freuen wir uns schon auf die nächste gemeinsame Videoaktion. Also, bis dahin sehen wir uns bestimmt noch in anderen Videos vorher. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss. Thank you.